Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle, die uns da draußen jetzt zusehen. Hier ist Babette aus Leipzig mit ihrem YouTube-Kanal über Kinderschuhe und alles, was dazu gehört, beziehungsweise was man denn beim Kauf von Kinderschuhen mit beachten sollte. Dieses Mal geht es um ein ganz tolles Thema, nämlich der Unterschied zwischen Fußgröße und Schuhgröße, da mithilfe unseres tollen Messgerätes. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns dann also. Bis gleich. Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die uns zusehen. Dieses Mal geht es bei uns im Clip um unser Fußmessgerät, die Art von Füße zu messen und die Umleitung dann natürlich auch, wie ich die richtige Schuhgröße daraus ermittle. Weil, wie sagen wir immer so schön, Fußgröße ist nicht gleich Schuhgröße. Zu diesem Zweck habe ich mir natürlich ein kleines Model eingeladen, weil wie kann man es denn besser erklären, als wenn man es doch nicht sehen, also als wenn man sehen würde. So, dazu, wegen diesem, also dann auch Maske auf und ich bitte mal mein kleines Model zu mir. Komm mal her. Schatzi, leid. So. Und wir messen jetzt mal die Füße. Das heißt, Levi geht mal hier rum. So, das ist eigentlich das, was wir zum Anfang eines jeden Verkaufes machen. Natürlich, je nachdem auch, ich sage mal, wie viel Zeit zur Verfügung steht und wie zum Beispiel auch das Kind drauf ist oder mitmacht. Bei Laufanfängern verwenden wir das Messgerät im Allgemeinen nicht. Ganz einfach, weil Laufanfänger jetzt nicht zum Beispiel so ruhig stehen bleiben würden, wie hier der kleine Mann. Die zappeln dann eher und haben vielleicht noch ein bisschen Panik, wenn dann die Schieber auf den Fuß zukommen. Deswegen wenden wir diese Messmethode im Allgemeinen immer erst an, wenn das Kind schon eigenständig stehen kann. So, und wir rutschen mal richtig schick nach hinten, Levi. Wir haben das schon mal ausprobiert. Guck mal, sitzt noch da hinten. Jawohl. So, dann messen wir den Fuß und stellen hiermit sozusagen die Fußlänge fest. Wir befinden uns jetzt sozusagen in der Mitte der 22, was es natürlich so nicht gibt. Also wir haben die leichte Tendenz zur 23. Damit rechnen wir immer als im Fachhandel mit der Größe 23 und würden jetzt mit der Fußgröße 23 eine Nummer zugeben, damit wir noch genügend Freiraum haben, würden also sozusagen im günstigsten Fall bei einer 24 jetzt hier landen. Fällt das Modell sehr klein aus, was ja bei Importen durchaus passieren kann, sind wir bei Höre und Sage doch schon mal Größe 25. Das ist dann immer die Stelle, wo dann die meisten Eltern, wie sagt man so, in Schnappatmung verfallen, weil sie immer denken, Gottes Willen, das ist ja viel zu groß. Aber wie gesagt, die Zahl sagt ja noch nichts über die Länge im Schuh aus. So, der Levi kommt mal raus. Stell dich. So. Und jetzt wollen wir das dem hier nochmal mit zeigen. Ich habe schon mal. Wir haben ja gesagt, wir haben eine 24. Jetzt habe ich hier willkürlich mal einen Schuh genommen. Und jetzt nehmen wir wieder hier mal die Sohle raus. Das ist ja mal das, was wir auch immer machen zur Überprüfung für die Eltern, damit sie das auch sehen, dass wir da nicht irgendwie uns was aus den Fingern saugen. So, und Mäuschen, du stellst dich nochmal drauf. So, jetzt haben wir hier diesen Fall, dass hier bei ihm, wir haben eine Ende der 22 gemessen, also ein 23er Fuß. Hier wäre jetzt sozusagen für die Saison nicht mehr allzu viel Platz. Sie sehen es, wir sind schon hier fast am Ende. Das heißt, auch die große Zehe hätte nicht mehr viel Platz. Bei diesem Lieferanten müsste ich jetzt sogar die 25 nehmen. Danke dir. Anderes Beispiel. Auch eine Größe 24. Und jetzt machen wir das mit dem anderen Fuß. Guck mal, mit dem anderen, mit dem anderen, mit dem da. Jawohl. So. Nicht nur, dass es hier also wunderbar auch eingezeichnet ist, wie viel Platz halt sein sollte, sondern hier sieht man eben halt auch gleich, das ist eine Größe 24, fällt ganz anders aus. Das wäre jetzt sozusagen meine richtige Wahl. So, jetzt habt ihr das mal gesehen, wie das sozusagen bei uns im Geschäft mit abläuft. Das heißt also, wir messen auch die Füße aus, gehört sich auch so. Und dann kommt sozusagen auch noch mit für den Kunden, für dieses Sichtbarmachen des Unterschiedes zwischen Fußgröße und letztendlicher Schuhgröße, kommt dann immer noch mit die Einlegesohle zum Einsatz, weil man dann es auch immer am besten erklären kann, wie viel Platz hat jetzt das Kind noch nach vorne hin.
Natürlich kommt, und das hatte ich auch schon eingangs mit erwähnt, das Fußmessgerät nur bei Kindern zum Einsatz, die das auch möchten und die sich das an sich durchführen lassen, weil es gibt ja je nach Altersgruppe und Charakter Kinder, die nicht so gerne in den großen gelben Kasten steigen und das auch nicht mögen, wenn dann sozusagen die Schieber auf einen zukommen. Könnte ja was passieren, ne? So nach dem Motto. So, nun gibt es auch, und das weiß ich auch, dass es bei vielen angewendet wird, so was ganz Tolles wie ein Fußmesspass. Der eine oder andere von den Eltern mag es toll finden, wenn er so etwas in die Hand bekommt. Bei uns bekommen das die Eltern nicht. Ich kann es aber auch gut und hoffentlich für alle einleuchtend erklären. Wenn wir hier ein Datum reinschreiben mit einer Größe, dann geht das Elternteil mit dieser Größe Schuhe kaufen. Und dann ist das egal, sage ich mal, ob das ein Turnschuh ist, der eigentlich nochmal der zwei Nummern größer gekauft werden müsste, ob das ein Hausschuh ist, der eine Nummer größer gekauft werden müsste, oder dieses unterschiedliche Berücksichtigen der Innenschuhlänge bei diversen Lieferanten, das berücksichtigt dieser Fußmesspass nicht. Und glauben Sie mir, so wie wir das jedem Kunden auch wieder erklären müssten, dass das, was hier drinne steht, nur die Fußgröße, aber nicht die Schuhgröße ist, würde das zu viel, ich sag mal, die Eltern durcheinander bringen. Also deswegen sind wir auch immer der Meinung, kommt lieber her, lasst die Füße messen. Wir sagen euch das, wir gucken uns auch automatisch die Schuhe mit an, mit denen das Kind reinkommt oder die gewünscht werden, wo wir das auch immer wieder mit erklären können. Jawohl, der sitzt, der passt, oder das ist noch ein 4-Wochen-Schuh, wie auch immer. Der ist zu groß, der ist zu klein, den nehmen wir nicht, der ist einfach zu lang. Wir können es erklären. Das kann dieses Stück Papier aber nicht. So, und weil wir es schon erlebt haben, dass teilweise Eltern mit einem Fußmesspass kamen, der ein halbes Jahr alt war, ja, und dann der Meinung waren, sie kriegen jetzt bei uns die Schuhe mit der Größe, dann muss ich aber auch sagen, stimmt nicht so ganz. Das ist also unsere Erklärung dafür, warum wir Füße messen, aber wir zwingendermaßen auf diese Fußmesspässe verzichten. Es ist irreführend, deswegen geben wir sowas nicht aus und deswegen bin ich auch leider kein Freund davon. Es tut mir leid, wenn ich jetzt diverse Hoffnungen zerstören muss. So, ich denke mal, damit war das mal eine schöne Einführung, damit jeder das mal sehen kann, wie das im Fachgeschäft so abläuft. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob man das dem Kunden zeigen sollte mit der Innensohle bei den Schuhen. Ich finde, es ist ein Argument. Man sieht es auch optisch, der Kunde kann es nachvollziehen, die Mami kann nachvollziehen, wie viel Platz sein muss. Und das ist auf jeden Fall eine bessere Darstellung, als dann zu sagen, Fingerbreite, Daumenbreite, wie auch immer, was ja auch sowieso nicht mehr stimmt. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht auf das Nähtje-Video, was ja unsere Abonnenten sowieso bekommen. Alle anderen müsst ihr halt mal reinschauen, aber wir freuen uns immer über neue Gesichter. Bis zum nächsten Mal, sage ich dann einfach mal. Tschüssi!